Du siehst in deinem Google Ads-Konto auch die Meldung, dass du die Überprüfung für Finanzdienstleistungen durchgehen sollst und entsprechend dich verifizieren lassen sollst. Du wunderst dich, warum trifft es dich, warum bekommst du diese Meldung und vor allem, wie kannst du da vorgehen? Das werde ich dir in diesem Video zeigen. Ja, damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Master of Search YouTube-Video und auch im Podcast. Der Hinweis für alle Podcast-Zuhörer, ich zeige natürlich jetzt hier auch auf meinem Bildschirm einige Formulare und Dinge, die man dann ausfüllen muss und gehe damit Schritt für Schritt mit dir zusammen durch, damit du verstehst, was das für ein Prozess ist und vor allem, was hat das für Auswirkungen, wenn du das nicht durchgehst. Ja, was kann dann entsprechend passieren? Wenn du also die Bilder zu dem Video und zu der Tonspur hören willst, dann klick einfach in der Podcast-Beschreibung auf den YouTube-Link. Alle, die jetzt bei YouTube schon schauen, herzlich willkommen. Und ja, was hat es mit dieser Finanzdienstleistungsthematik auf sich? Ja, Google hat in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr damit begonnen, eine Richtlinie für Finanzdienstleistungen umzusetzen und eben auch zu überprüfen. Und das trifft eben nicht nur, wie man vielleicht meinen möchte, Banken, Versicherungen oder Vermögensverwalter, sondern das betrifft auch durchaus normale E-Commerce-Shops. Ja, also wenn du jetzt gerade denkst, ja, ich verkaufe einfach nur Elektronikware oder Technik und ich habe damit überhaupt nichts zu tun und ich ignoriere diese Meldung, die da bei mir in meinem Google Ads-Konto auftaucht, dann kann das für dich tatsächlich aber zur Folge haben, dass du jetzt schon deutlich in deinen Suchbegriffen und in deinen Keywords eingeschränkt bist. Diese Finanzdienstleistungsthematik, und das gehen wir gerade bei Dutzenden von unseren Kunden durch, betrifft wirklich viele Konten und alle, wo Google automatisiert der Meinung ist, da hat etwas sozusagen mit dem Thema Finanzen, Finanzberatung, Finanzierung, auch Immobilienfinanzierungen, irgendetwas damit zu tun, da kommst du dann eben entsprechend in diese Verifizierung rein. Und das solltest du auch unbedingt durchgehen, weil du jetzt eben schon Sichtbarkeit verlierst. Ja, das heißt, alle Begriffe, wo Google der Meinung ist, das hat einen Bezug zu einer Finanzdienstleistung oder eben zu einem Thema, was mit einer Finanzdienstleistung zu tun haben kann. Das kann eine Versicherung sein, die du vielleicht zu deiner Reise, die du vermittelst, mit anbietest. Ja, eine Reiseschutzversicherung. Das kann sein, wenn du einen Online-Shop hast, dass du auf Raten anbietest. Ja, dass man also bei dir über eine Partnerbank auch ein Produkt finanzieren kann, gerade ein teures Produkt. Ja, und dann wirst du jetzt schon, und mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du das jetzt schon, nicht mehr zu Begriffen ausgeliefert, die dir vielleicht sogar Umsatz bringen. Ja, also zum Beispiel Sony PlayStation 5 in 3 Raten finanzieren, ja, oder Fernseher finanzieren, LCD-TV finanzieren. Das können alles Begriffe sein, die jetzt bei dir schon blockiert werden, wo du keine Sichtbarkeit mehr über Google Ads hast, weil du diese Verifizierung nicht durchläufst. Ja. Das ist sozusagen der Hintergrund. Google überprüft das gerade bei wirklich vielen, vielen Konten. Das ist ein automatisierter Prozess. Da bringt es auch nicht etwas, sich darüber aufzuregen oder bei Google zu beschweren, sondern wenn du die Meldung bekommst, nicht ignorieren, setze sie innerhalb von ein paar Tagen, spätestens nach 1-2 Wochen, einfach um, ja, und klicke dich entsprechend durch. Ich zeige dir in diesem Video, wie du das entsprechend machst. Ja? Also im ersten Schritt siehst du diese entsprechende Meldung in deinem Konto. Überprüfung für Finanzdienstleistungen abschließen. Wenn Sie in Deutschland Anzeigen für Finanzdienstleistungen schalten, ist die Anzeigenleistung eventuell durch die Richtlinie zur Überprüfung für Finanzdienstleistungen beeinträchtigt. Ja, das ist die Meldung, die du wahrscheinlich sehen wirst. Vielleicht hast du sie mal weggeklickt, ja, dann Vorsicht, dann ist sie im Google Ads-System noch hinterlegt, dass du eben nicht diese Verifizierung durchlaufen bist oder durchlaufen hast. Aber im Hintergrund, du siehst zwar die Meldung nicht mehr, aber deine Anzeigen sind weiterhin eingeschränkt. Ja, das kann sein, dass also deine Anzeigen gewisse Begriffe einfach nicht mehr ausliefern. Wenn du dich vielleicht wunderst, dass du seit ein paar Wochen oder Monaten deutlich weniger an Umsatz machst oder eben auch weniger an Klicks oder ähnliches, kann es durchaus damit zu tun haben. Ja, das heißt, nur weil du die Meldung mal weggeklickt hast, überschließen und sie taucht in deinem Konto nicht mehr auf, heißt es nicht, dass sich das Problem gelöst hat. Ganz im Gegenteil. Ja, das Problem ist im Hintergrund und wird vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten auch seitens Google immer mehr verstärkt. Ne? Ich glaube, da wird die Einschränkung immer größer werden. Und was musst du jetzt machen? Also im ersten Schritt gehst du, wenn du die Meldung siehst, auf Problem beheben. Hast du die Meldung schon weggeklickt,
dann packe ich dir folgende URL hier unten in die Podcast- bzw. in die Videobeschreibung. Ja, und da steht jetzt genau die Schritte, die gemacht werden müssen. Und das zeige ich dir jetzt auch einmal kurz an meinem Whiteboard. So, ich habe dir jetzt an dem Whiteboard hinter mir eine Grafik angemalt, damit du erkennst, welche Schritte müssen jetzt quasi durchlaufen werden. Ja, du bekommst als erstes in Google Ads diese Meldung, dass du dich entsprechend verifizieren lassen sollst. Das schickt dich auf diese G2-Verifizierungsseite. Ja, dort zeige ich dir gleich, gehst du im Prinzip das Formular durch, füllst es aus, sagst, welche Firma steckt dahinter, was genau machst du, bietest du Finanzdienstleistungen an oder eben nicht. Das kannst du dort auswählen, kannst auch erklären, was du machst und was du nicht machst. Und dann schickst du das ab. So, und dann wartest du. Und wir hatten jetzt einige, wo das ein paar Stunden nur gedauert hat. Google kann aber auch ein paar Tage dafür brauchen, dass, wenn du das abgeschickt hast, eine E-Mail zu dir kommt. Ja, da kommt erstmal in dem ersten Schritt kommt eine automatisierte E-Mail, wo steht, vielen Dank für deine Einreichung dieses Formulars. Wir prüfen das und bekommst darin schon einen G2-Verifizierungscode. Ja, und diesen Verifizierungscode darfst du Stand jetzt noch nicht verwenden. Das funktioniert nicht, das würde abgelehnt werden. Sondern du wartest, bis du nochmal eine E-Mail bekommst, die dann entweder heißt Application Declined, das bedeutet, das wurde abgelehnt, oder im besseren Fall, du bekommst Application Approved. Ja, und dann steht da drin, mit dem Verifizierungscode so und so und so, das ist ein relativ langer Code, wurde deine Bewerbung sozusagen für diese Finanzdienstleistungsüberprüfung akzeptiert für folgendes Google Ads Konto. Dann nimmst du diesen Code, gehst in ein Google-Formular, ja, auch da packe ich dir den Link hier runter, ist aber auch alles in diesen Hilfeartikeln beschrieben. In diesem Formular füllst du diesen G2-Code aus, du gibst deinen Google Ads-Account-Nummer ein und schickst das Ganze ab. Dann dauert das wieder ein paar Stunden bis ein paar Tage. Und wenn dann alles funktioniert hat, dann bekommst du vom Google Support eine E-Mail, wo drin steht, vielen Dank, es wurde jetzt entsprechend freigeschaltet und du darfst ab sofort eben im Rahmen dieser Finanzdienstleistungen eben wieder uneingeschränkt deine Anzeigen schalten. Ja? Diese Schritte sind halt tatsächlich notwendig. Sieht jetzt kompliziert aus, wenn man das einmal durchlaufen hat, dann ist das kein großes Thema. Ja, und da zeige ich dir jetzt einmal Schritt für Schritt, wie du das machst. Ich bin jetzt auf der Seite hier von dieser Financial Services Verification, ja, und gehe hier einen Schritt runter. Hier oben, Step 1, 2, 3, ist das, was ich dir beschrieben habe, gerade im Schaubild. Wir müssen zuerst aber hier auf den entsprechenden Bereich gehen des Verifizierungsprozesses. Ja. Und dann gehen wir hier bei Ready to Apply auf das Land, für das wir uns quasi dort bewerben wollen und werden in ein sogenanntes Greenlight-Formular weitergeleitet. Ja, und dort geben wir jetzt alle Informationen ein, die notwendig sind. Im häufigsten Fall ist es eine neue Bewerbung, ja, also a new application. Wenn du da schon mal eine eingereicht hast, dann musst du eine andere Option auswählen. So, und dann kommt das erste Wichtige. Hier kommt nämlich die Auswahl, was trifft denn auf dich zu? Bietest du Finanzdienstleistungen an und bist du schon irgendwie lizenziert, weil du eine Bank bist, weil du ein Versicherungsmakler bist und so weiter und so weiter, dann wählst du das aus. Ja? Wenn du etwas machst mit Finanzdienstleistungen, aber du weißt, dass du nicht irgendwie autorisiert werden musst, dann nimmst du die zweite. Und wenn du eben zum Beispiel ein Online-Shop bist, der wirklich nur Produkte verkauft, dann wählst du entsprechend diese Option aus. I do not provide financial services. So, dann öffnet sich ein weiteres Formular und dann gehst du das Schritt für Schritt durch, sagst, okay, ich habe alle Bedingungen sozusagen gelesen und akzeptiere sie. Und was trifft denn auf dich zu? Bist du schon zum Beispiel eine E-Commerce-Plattform? Ja, dann klickst du das entsprechend an. Dann sollst du bitte kurz beschreiben, was ist denn sozusagen dein Geschäftsmodell? Also zum Beispiel bist du ein Online-Shop, also ein Retailer. Ja, zum Beispiel für technische Produkte, Smartphones, Fernseher und so weiter. So, dann sagst du ja auch nochmal, ich akzeptiere das, natürlich bitte immer einmal durchlesen. Wenn du irgendwelche Nachweise hast, dann pack sie hier mit rein, dann lad sie sozusagen mit hoch zu Google. Und wenn du noch irgendwas hast, was dann auch diese Dokumente oder die Inhalte dieser Dokumente beschreibt, trägst du das hier auch nochmal entsprechend ein. Dann ganz wichtig, hier musst du deine Google Ads Kundennummer eingeben. Das ist im Google Ads Konto oben rechts die Kundennummer, die ist insgesamt 10-stellig. Die trägst du hier ohne Bindestriche ein.
Ja, und wenn du mehrere hast, dann machst du für jede Kundennummer ein eigenes Formular. Das ist auch ganz wichtig. Ja, also nicht einfach hier mehrere Nummern reinschreiben, sondern da musst du dann eben für das andere Google Ads Konto auch nochmal so ein entsprechendes Formular ausfüllen. Genau, ja, dann musst du hier noch sagen, okay, wer bist du denn? In unserem Fall haben wir jetzt für unsere Kunden das oft übernommen, sagen dann, okay, wir sind eben eine Agentur, ja, und wir sind eben die SEA-Agentur, ja, also für Google Ads und Co. So, na, dann kommt der Business Name, ne, das ist dann also der Firmenname. Ja, nehmen wir also die Mustermann GmbH. Das ist dann auch der registrierte Geschäftsname. Dann kommt noch eben deine komplette, beziehungsweise in dem Fall, wenn du als Agentur bist, kommt hier natürlich der Geschäftsname von dem, der das Google Ads Konto und die Anzeigen betreibt, natürlich nicht deine, ne? Und auch die Adresse natürlich von der Firma, die die Anzeigen schaltet. Ja, das kommt hier entsprechend rein. Genau, und dann gibst du noch eine Telefonnummer mit an, im besten Fall eine, die auch auf der Webseite steht, ne? Zum Beispiel die Hotline-Nummer oder ähnliches. Dann wählen wir hier natürlich noch das Land aus, wo du hauptsächlich aktiv bist. Dann musst du natürlich die Domains angeben, ja? Also ich nehme jetzt mal hier masterofsearch.de. Genau, wenn du dann eben noch ein paar weitere Sachen angeben willst, dann machst du das hier auch noch mit rein. Dann, unter welcher E-Mail-Adresse bist du erreichbar? Ja, also da gebe ich jetzt zum Beispiel auch meine Adresse ein. christoph@masterofsearch.de. Hier musst du nichts ausfüllen, ne? Immer nur da, wo die Sternchen sind, musst du ausfüllen. Wenn du aber natürlich hier immer noch Informationen übermitteln kannst an Google, dann mache das natürlich auch. Ja, dann sagst du hier agree, agree, agree. Hier musst du auch noch sagen, ich bin kein Roboter, ne? Dieses typische Capture. Dann schickst du es ab und dann kommt per E-Mail eine entsprechende Bestätigung, dass dort diese Applikation, also diese Bewerbung eingegangen ist. Ja, zeige ich dir einfach mal ein Beispiel. Natürlich habe ich jetzt hier die Codes ausgegraut. Ja, das ist jetzt entsprechend hier so eine E-Mail, die wirst du bekommen. Da steht dieser G2-Code drin und da steht dann eben auch entsprechend drin, dass es eben ein bisschen dauern kann und du nicht den Code schon irgendwie abschicken darfst, bevor Google eine Entscheidung getroffen hat, ob diese Bewerbung akzeptiert wird oder abgelehnt wird. Ja? Was ich mir immer dabei gemacht habe, ich habe mir immer die Google Ads Kundennummer dahinter markiert, weil du verlierst sonst, wenn du mehrere Konten dort einreichst, verlierst du schnell den Überblick. Ja? Nicht in allen E-Mails ist die Google Ads Kundennummer mit drin. Das heißt, du musst dir das irgendwie entsprechend auch noch mit dokumentieren, welcher Code und welche Anfrage jetzt eben für welches Konto gewesen ist. Dann kann es, wie gesagt, ein paar Tage oder auch ein paar Stunden nur dauern und dann bekommst du eine E-Mail, wo dann kommt Application Approved oder Application Declined. Hier steht zum Glück dann auch wieder die Google Customer ID mit drin. Das heißt, hier weißt du jetzt, welcher G2-Code ist für welches Google-Konto. Damit ist es jetzt aber noch nicht erledigt. Jetzt musst du, wenn du dich an mein Schaubild zurückerinnerst, jetzt musst du noch den Schritt machen, dass du diesen Code nochmal in ein Google-Formular einträgst. Auch das zeige ich dir jetzt. Und zwar gehst du wieder auf diese G2 Financial Services Verification Seite. Du kannst übrigens auch hier oben die Sprache ändern. Das hatte ich dir jetzt vorhin noch nicht gezeigt. Dann fällt es vielleicht auch leichter, das alles durchzulesen und auszufüllen. Und wenn du dann im Prinzip diesen G2-Code hast, dann bist du ja im Prinzip jetzt schon bei Schritt 1 und Schritt 2 fertig. Und jetzt kommt Schritt 3. Und da gehst du jetzt hier oben. Könnte man tatsächlich von der Bedienerfreundlichkeit etwas besser machen, aber dafür mache ich ja auch das Video hier für dich. Ja, dann gehst du hier oben auf das Land, ne, was du für die Verifizierung dann eben auch nutzen möchtest, kommst auf einen Hilfeartikel von Google, musst hier nochmal ein bisschen weiter herunterscrollen und bist jetzt eben nicht bei Step 1, wo du diesen G2-Code anforderst, bist auch nicht bei Step 2, weil du hast ja schon die Antwort bekommen, sondern du bist schon bei Step 3. Und hier klickst du auf diesen relativ unscheinbaren Link des Formulars, habe ich dir aber, wie gesagt, auch in den Notizen verlinkt. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass du dieses Formular einmal ausfüllst, auch wieder mit den Informationen, die Google hier haben möchte. Also, wer reicht jetzt gerade das Formular ein, unter welcher E-Mail-Adresse ist derjenige erreichbar, um welches Google Ads-Konto geht es. Natürlich musst du das auswählen, was dann auch in dieser E-Mail steht. Natürlich auch wieder das Land. Ja, und dann füllst du natürlich dann auch noch, ich mache es einfach jetzt mal für irgendein Konto,
Ja, ich habe jetzt ein Konto ausgewählt, habe gesagt, wir sind jetzt hier für Deutschland quasi ansässig oder in Deutschland ansässig und muss dann nochmal eben entscheiden, okay, was bist du jetzt? Bist du ein autorisierter Advertiser für Finanzdienstleistungen? Bist du ein Nicht-Finanzdienstleister? Also bewirbst das sozusagen? Oder bist du jemand, der eine Ausnahme bekommen hat? Ja, da musst du entsprechend dann das Ganze wählen. Wenn du jetzt ein Online-Shop bist, dann wählst du die Option 2. Ne? Also du bewirbst das nicht direkt, aber du hast Interesse daran, dass du eben diese Nutzer erreichst, die zum Beispiel nach Finanzierung von einem iPhone oder ähnliches suchen. So, dann öffnet sich eben weitere Teile des Formulars und hier kommt jetzt dieser G2-Code rein. Den holst du aus deiner E-Mail, kopierst den komplett hier rein. Ja, und dann packst du natürlich noch das, was du auch damals im Formular angegeben hast, nämlich den Firmennamen mit rein, die Firmenadresse packst du mit rein, die Domain packst du hier mit rein, nochmal die Beschreibung. Das heißt, speichere dir am besten alles das ab, in ein Word-Dokument zum Beispiel oder in einen E-Mail-Entwurf, was du damals eingegeben hast. Ne? Denn dann fällt es dir leichter, das hier einfach rüber zu kopieren, kannst es aber natürlich auch nochmal mit ausfüllen. Ja, und dann kannst du hier unten vielleicht auch nochmal eine kurze Zusammenfassung schreiben, also vielleicht nochmal, dass du eben nur ein E-Commerce-Shop bist, XYZ, je nachdem, was auf dich zutrifft. Dann schickst du dieses Formular ab, dann wartest du wieder ein paar Stunden bis ein paar Tage und bekommst dann hoffentlich eine E-Mail, die so ähnlich lautet wie diese hier. Das ist dann direkt von dem Google Ads Support eine E-Mail mit deiner Ticket-ID, ne? Die hast du sozusagen automatisch generiert über das Formular eben. Und dann steht dann drin, ne, dass zum Beispiel eben jetzt das alles erfolgreich war, dass du sozusagen freigegeben wurdest für dieses Thema Finanzdienstleistungen bzw. diese Policy entsprechend rausgenommen wird aus deinem Konto. Ja, dann kann es, und das sehen wir gerade auch bei einigen Konten, durchaus nochmal ein paar Tage dauern, bis dann auch diese Meldung in deinem Google Ads Konto verschwindet. Ne, das ist nicht sofort weg, wundere dich darüber nicht, sondern das ist dann auch eben nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen weg. Ja, ich hoffe, das gibt dir einen guten Überblick darüber, was es mit diesen Finanzdienstleistungsüberprüfungen auf sich hat, dass du, also warum es wichtig ist, dass du das entsprechend auch durchgehst, ja, und dass du auch, wenn du der Meinung bist, du hast überhaupt nichts mit Finanzdienstleistungen zu tun, mach es bitte, ja, weil es kann deine Anzeigenleistung einschränken, ja, und kann auch in den nächsten Monaten immer mehr verstärkt werden. Ne, Google hat dort im Prinzip eine Flag gesetzt, ja, also hat dein Konto irgendwie markiert. Und natürlich solltest du darauf reagieren und entsprechend das dann auch lösen. Es ist kein riesiger Aufwand. Ja? Das sind vielleicht eine halbe Stunde insgesamt, die du dir dafür Zeit nimmst oder die du deine Agentur beauftragst. Und dann ist das durch und dann ist das Thema auch erledigt. Ja? Und dann hast du keine eingeschränkte Anzeigenleistung mehr. Ja? Also, ich empfehle dir, mach das einfach. Wenn du Fragen hast, kommentiere sehr gerne hier unter diesem Video. Teile mir auch gerne deine Erfahrungen mit. Ne? Was hast du jetzt in diesem Zuge dieser Finanzdienstleistungsüberprüfung festgestellt? Worüber hast du dich aufgeregt? Was hat gut geklappt? Was hat schlecht geklappt? Hast du vielleicht 10 Anläufe gebraucht, bis das freigegeben wurde? Schreib mir das direkt gerne in die Kommentare. Und ihr Podcast-Zuhörer, ne, schreibt mir sehr gerne an christoph@master-of-search.de und freue mich darauf, von dir zu hören. Ja, und wenn dich auch das Thema Identitätsüberprüfung interessiert, auch da habe ich ein Video für dich und das verlinke ich dir direkt hier. Podcast-Zuhörer, ihr bleibt einfach im Abonnement, dann bekommt ihr auch entsprechend diese Folge auf der Podcast-Ebene zugespielt.